Hallo, ich freue mich, Ihnen heute einen Fall zeigen zu können, der schon deutlich länger zurückliegt. Und zwar aus dem Jahr 1930. Ein Fall von einer Papierfabrik hier in Oberschwaben, der auch aktuell in der Zeitung war. Und zwar ein sehr erfolgreicher Unternehmer, sehr erfolgreicher Erfinder hat eine Papierfabrik gegründet und hat die mit seiner Frau geführt. Die beiden hatten ein relativ erfolgreiches Unternehmen aufgebaut und hatten auch viele Mitarbeiter, auch einen sehr guten Produktionsleiter. Und leider durch einen Schicksalsschlag ist der Gründer und Hauptgeschäftsführer und Eigentümer verstorben. Das heißt, jetzt war quasi die Witwe allein in der Führungsrolle, aber ihr Sohn war quasi schon im Nachfolgeprozess mit drin und der ist relativ schnell natürlich dann quasi ins kalte Wasser geworfen worden und ist quasi in diese Nachfolgerrolle quasi reingekommen. Interessant war jetzt, die Firma war davor, eine neue Papiermaschine zu kaufen. Der Produktionsleiter hat es sehr stark empfohlen, um die gewachsenen Anforderungen am Markt auch bedienen zu können. Und es war deswegen eine größere Investitionssumme relevant. Und jetzt kommt eine spannende Geschichte hinzu. Der Sohn des Gründers war verheiratet und seine Gattin hatte es geschafft, wie auch immer, so Einfluss zu nehmen, dass nicht die neue Papiermaschine gekauft wurde, sondern dass mit diesem Geld, das zur Verfügung stand, die Unternehmervilla ausgebaut und renoviert wurde. Völlig egal, wie Sie jetzt wahrscheinlich darüber denken, wie sowas passieren kann, aber dieser Einfluss hat stattgefunden und leider ist die Organisation, diese Papierfabrik, dann in Schräglage gekommen und musste dann auch die Insolvenz anmelden, weil sie nicht mehr in der Lage war, innovative Produkte zu produzieren und den Markt zu bedienen, durch interessanterweise den Einfluss einer nicht aktiv in der Firma beteiligten Person. Auch wenn man sich jetzt mal überlegt, welche Rolle spielt wohl die Witwe, je nachdem wie aktiv die in dieser Konstellation 1930, wie gesagt, im Unternehmensalltag mit drin war, welche Rolle, was für eine Persönlichkeit auch der Sohn war, wie stark hat er sich von seiner Frau damals wie auch immer beeinflussen lassen. Also für mich ein ganz schönes Beispiel zu sehen, wie auch Personen, die nicht offiziell in einer Firma arbeiten, wie die trotzdem womöglich einen starken Einfluss haben auf die Entscheidungsträger in einer Organisation. Deswegen ist es aus meiner Sicht in Nachfolgeprozessen immer wieder sehr wichtig zu schauen, wen haben wir nicht nur aktiv in der Firma, sondern wer ist womöglich sonst noch systemrelevant, wer hat welchen Einfluss auf die gesamte Organisation, um hier eine tragfähige Zukunft aufbauen zu können und die Beziehungen auch wirklich darzustellen, zu schauen, wer darf mitreden, wer hat Einfluss, welchen Einfluss muss man vielleicht reduzieren, welchen möchte man aufbauen oder ausbauen. Und das muss man sich wirklich ganz, ganz genau analysieren. Und dazu sind zum Beispiel solche Aufstellungen natürlich extrem hilfreich, um hier einfach mal Dinge plastisch sichtbar zu machen, die vielleicht viele spüren, aber noch nicht visualisiert haben. Dazu kann ich Ihnen so eine Übung wärmstens ans Herz legen. Vielen Dank.